Oda hat uns mal wieder ein absolut wildes Kapitel geliefert. Der Kuma-Plot geht in eine sehr interessante Richtung. Wir sehen Ruffy vs. Kizaru. Am Ende geht Ruffy in Gear 5 und erweckt damit etwas sehr Interessantes. Etwas, das sehr gut zu meiner Theorie über die unendliche Energiequelle passt und damit obendrein meine Theorie zur Entstehung von Teufelsfrüchten stützt. Dazu aber später mehr, weil es eben erst am Ende des Kapitels passiert. Erstmal sehen wir, was mit Kuma geschieht, und das ist nicht viel weniger interessant. Eine Sache daran hat mich überrascht, und zwar, dass Kuma es überhaupt geschafft hat, die Red Line Empor zu steigen und auf Mary Joa zu landen. Das ist insofern sehr merkwürdig, weil er ja vom Redport aus versucht hat, dort hochzukommen und bereits einmal runtergeschossen wurde. Warum wurde er nicht erneut runtergeschossen, vor allem weil er ja bereits ziemlich zerstört war? Aber nehmen wir das mal so hin. Ich finde Kumas Handlungen hier ziemlich interessant. Ich habe vor kurzem erst eine Theorie zu Kumas Masterplan hochgeladen. In dieser Theorie gab es einen Punkt, wo ich mich gefragt habe, in welche Richtung Oda damit gehen möchte. Und zwar mit Kumas Teleportation zum Redport. Meine Vermutung bestand in erster Linie darin, dass er nach Egghead will. Nicht aber unbedingt er selbst, sondern seine Seele bzw. die Seele seiner Teufelsfrucht, die ja noch im richtigen Körper von Kuma ist. In der Theorie habe ich es also in Erwägung gezogen, dass er sich eventuell zum Redport teleportiert hat, um dort zu sterben, um wiederum etwas Größeres auszulösen. Seine Teufelsfrucht hätte demnach eventuell bis nach Egghead wandern können, weil dort eben Esper ist, der ja mehr oder weniger das Blut von Kuma besitzt. Das wäre ja nicht allzu fernab, dass die Teufelsfrucht dann eben dorthin wandert und Esper quasi die richtigen Teufelskräfte erhält. Das scheint jetzt aber gar nicht mehr nötig zu sein. Wahrscheinlich teleportiert er sich einfach so nach Egghead. Mit einem Urso-Schock hat der Angreifer, die ihn mit Ketten festgesetzt haben, ausgeschaltet. Daraufhin ist Akainu erschienen und hat Kuma beinahe erledigt. Rechtzeitig schafft er es dann aber, sich zu teleportieren, und ich vermute mal, dass sein Ziel jetzt wirklich Egghead ist. Was auch sonst. Er hat sich immerhin in genau dem Moment teleportiert, als Esbea Egghead betreten hat. Das ist ja schon ziemlich auffällig. Erst macht er gar nichts bei der Revolutionsarmee, dann betritt Esbea Egghead und auf einmal teleportiert er sich. Doch dann entsteht natürlich die Frage, warum hat er sich nicht direkt nach Egghead teleportiert? Die Antwort ist, er konnte nicht. Die Red Line war im Weg. Er ist aus dem Kamabaka Queendom gestartet, welches im Paradies liegt. Egghead liegt in der neuen Welt. Dazwischen ist die Red Line, sie war also im Weg. Das Ganze ist von Oda auch sehr clever gelöst. Sofort Oda schon ziemlich deutlich gemacht, dass Kuma sich teleportiert hat, als Esbea Egghead betreten hat. Gleichzeitig wollte er sich das, was Kuma vorhat, sicherlich für das Finale von Egghead aufbewahren. Das wäre nur sehr schwierig, wenn Kuma sich direkt nach Egghead teleportiert hätte. So hatte er etwas, das Kuma zuvor tun musste. Jetzt aber kann Kuma im Finale erscheinen. Und tatsächlich kann es sogar sein, dass Kuma bereits auf Egghead ist und irgendwas vorbereitet. Bonnie hat ihre Laune ja vollkommen geändert. Vielleicht weil Kuma bereits erschienen ist und sie dann von Vegapunk eingeweiht wurde. Das Interessante ist nämlich, dass Oda uns in einer Box zeigte, dass Kuma einen Tag zuvor auf Mary Joa eintraf. Akainu fragt sich dann auch, was der willenlose Kuma vorhaben könnte. Wir sehen in einem Flashback die Szene, wo er Bonnie gefangen genommen hat, und damals meinte er zu ihr bereits, dass Kuma jetzt willenlos ist und nie mehr zum Alten werden wird. Dass das nicht so ist, unterstreichen diese Worte eher und passen damit ziemlich gut zu meiner Kuma-Theorie, die ich am Ende des Videos verlinken werde. Denn mit den Erinnerungen, mit Esbea auf Egghead und so weiter und so fort, könnte durchaus noch eine sehr interessante Sache mit Kuma passieren. Oder auch mehrere sehr interessante Sachen. Bevor ich jetzt aber zum nächsten Punkt, und zwar zum Kampf Ruffy vs. Kizaru komme, könnt ihr die Gelegenheit sehr gerne noch einmal nutzen und mir ein Abo dalassen. In meinen Statistiken sehe ich immer wieder, dass es super viele Zuschauer gibt, die meine Videos zwar gucken, auch regelmäßig gucken, aber noch nicht abonniert haben. Macht das also sehr gerne und verpasst in der Zukunft keine weiteren Videos mehr. Damit würde ich sagen, kommen wir dann auch schon zum Kampf Ruffy vs. Kizaru. An sich läuft der Kampf tatsächlich weitestgehend so ab wie erwartet. Ruffy ist zu Beginn nicht in Gear 5, sondern in Snake Man, und wir sehen, dass das nicht ausreicht. Es war ja von vornherein abzusehen, dass Oda Kizaru und Ruffy scheinen lassen wird, also dass es kein einseitiges Ding wird. Die Vermutung geht dahin, dass Ruffy letztlich stärker ist und es so am Ende auch aussehen wird, aber gerade dann macht es ja Sinn, dass Kizaru am Anfang noch die Oberhand hat, weil es eben kein leichter Kampf sein soll. Und so sieht es hier auch aus. Ich würde sagen, dass Kizaru gegen Gear 4 Ruffy durchaus schon die Oberhand hat. Aber nicht, weil er per se stärker ist als Ruffy in dieser Form, sondern weil er sehr clever kämpft und seine Vorteile extrem gut gegen Ruffy ausspielt. Eine Sache, die übrigens dafür spricht, dass Oda tatsächlich vorhat, Kizaru hier scheinen zu lassen, damit es dann später nicht allzu hart ist, falls er verlieren sollte oder wenn Ruffy auch nur stärker ist als er, ist folgendes. Ruffy kämpft hier mit Gear 4. Gegen Luki ist er aber direkt mit Gear 5 gestartet. Warum das? Hätte es nicht eigentlich andersrum sein sollen? Ich meine, Kizaru ist sicherlich der stärkere Gegner als Luki.
Die Antwort könnte darin liegen, dass Oda uns zeigen wollte, dass Kizaru mit Gear 4 nicht so einfach besiegt werden kann. Deshalb hat Ruffy nicht direkt mit Gear 5 gestartet, damit eben erstmal gezeigt werden kann, okay, Ruffy mag vielleicht stärker sein, wenn er Gear 5 benutzt, aber es ist eben nicht so leicht. Ja, Gear 5 ist einfach extrem, extrem stark, aber Kizaru ist eben ebenfalls ein Monster. Das soll nicht heißen, dass es im nächsten Kapitel, wenn Ruffy dann Gear 5 benutzt, super einfach wird, aber ich denke schon, dass Ruffy dann die Oberhand haben wird. Jetzt ist es aber erstmal so, dass Kizaru die Tatsache nutzt, dass er sich mit seiner Teufelsfrucht sehr schnell über weite Distanzen bewegen kann, sodass er Ruffys Angriffen entgehen kann. Kizaru macht also genau das, er entfernt sich von Ruffy und lädt seinen Angriff dann auf. Mit diesem kickt er Ruffy dann durch die Vegaforce 1 und in die Barriere des Frontier Domes, welche Ruffy dann natürlich angreift und auch durchaus gefährlich ist, wie Ruffy später zum Ausdruck bringt. Der Roboter wird hier übrigens als Roboter der Träume bezeichnet, was extrem interessant ist, vor allem wenn wir zum letzten Teil des Kapitels kommen. Kizaru liest das Geschehen hier also so weit, dass er versteht, dass ein Frontalangriff gegen Ruffy, also ohne sich vorher aufzuladen, nicht unbedingt die klügste Idee ist und spielt seine Vorteile wie der erfahrene Kämpfer, der er nun mal ist, sehr geschickt aus. Er hat einen kurzen Schlagabtausch mit Bonnie, den er natürlich gewinnt, und erscheint dann vor Vegapunk. Doch bevor er ihn erledigen kann, packt Ruffy ihn sich mit einer riesigen Hand in Gear 5. Vegapunk, Lysop, Nami und so weiter sind absolut überrascht und auf dem Gesicht von Kizaru bildet sich die erste Schweißperle. Ich denke, dass der Kampf von nun an nicht leicht wird, aber es wird auf jeden Fall vollkommen anders als zuvor und Ruffy wird, denke ich, die Oberhand haben. Ganz ehrlich, das sollte jetzt auf jeden Fall rein logisch gesehen passieren. Trotzdem wird auch Kizaru wahrscheinlich noch seine Momente haben. Kommen wir damit aber auch schon zum Ende des Kapitels und zur großen Enthüllung. Durch den Herzschlag von Ruffy in Gear 5 wird der antike Roboter hier offenbar erweckt und das sind Big News. Es passt obendrein hervorragend zu meiner Theorie über die unendliche Energiequelle und stützt damit generell meine große Teufelsfruchttheorie. Am Ende von diesem Video werde ich daher sowohl meine große Teufelsfruchttheorie als auch meine Theorie über Kumas Masterplan einblenden, die ich wirklich beide empfehlen kann. Ihr habt insofern dann die Qual der Wahl. Aber erstmal, inwiefern passt es zu meiner Theorie über die unendliche Energiequelle? Der Grundgedanke meiner Theorie war es, dass das antike Königreich oder eventuell die Mondzivilisation eine Möglichkeit gefunden haben, aus Träumen Energie zu gewinnen. Das würde perfekt mit den Themes von One Piece übereinstimmen. Denn Vegapunk sagt, dass diese Energie überall um sie herum ist. Das würde schon Sinn ergeben, weil die ganze Welt voll von Personen ist, die träumen. Jetzt haben wir den Herzschlag von Ruffy in Gear 5, der dafür sorgt, dass der antike Roboter erweckt. Der antike Roboter war es, der Vegapunk dazu veranlasst hat, die unendliche Energiequelle zu erforschen. Er selbst läuft über eine Energie, die Vegapunk nicht erschließen kann, über die unendliche Energiequelle. Jetzt ist es so, dass Ruffy der neue Krieger der Befreiung ist. Genau das ist der Mahinika und Ruffy hat die Fähigkeiten erweckt. Wir können uns also ziemlich sicher sein, dass Ruffy am Ende gegen die Weltregierung kämpfen und sie besiegen wird. Damit wird er der Welt die Freiheit bringen und ein Zeitalter der Freiheit anstoßen. Und das ist ja auch nichts Neues, also dass Ruffy Personen die Freiheit bringt, er macht es seit Beginn der Story. Worauf der Roboter hier also reagiert, sind die Trommeln der Befreiung, beziehungsweise generell Freiheit selbst. Aber wie genau ist das damit verbunden, dass die Energie aus Träumen gewonnen wird? Dafür müssen wir einen Blick auf eine der wichtigsten Stellen in One Piece werfen, Kapitel 100. Nicht nur das Kapitel 100 wegen der Zahl besonders, sondern auch wegen den Dingen, die dort geschehen, vor allem wegen diesen Dingen. Uns wird Dragon vorgestellt, Buggy versucht Ruffy hinzurichten, er lacht und wird gerettet, Dragon rettet Ruffy, dann auch vor Smoker, und am Ende des Kapitels fahren die Ströte in Richtung Grand Line und es kommt zur legendären Szene mit dem Fass, wo sie alle ihre Träume nennen. Damit aber nicht genug, das mit den Träumen passiert am Ende des Kapitels. Am Anfang des Kapitels bekommen wir ein Zitat von Roger, eines der interessantesten in ganz One Piece. Diese Dinge können nicht gestoppt werden, der vererbte Wille, Träume und der Lauf der Zeit. Solange es Menschen gibt, die nach der Freiheit streben, werden diese Dinge existieren. Es zeigt uns, dass die Freiheit und Träume direkt miteinander verbunden sind. Dieses Zitat lässt sich folgendermaßen erklären. Träume werden von Generation zu Generation weitergereicht. So wie zum Beispiel der Traum von Roger auf Ruffy. Damit das aber möglich ist, muss eine Sache existieren. Das Streben nach der Freiheit. Dieses Streben nach der Freiheit ist in One Piece also das Fundament für das Träumen selbst. Insofern passt es eben extrem gut, dass der antike Roboter jetzt auf Gear 5 reagiert. Wir wissen, dass Teufelsfrüchte irgendwie durch die Wünsche oder anders ausgedrückt die Träume von Personen entstanden sind. Sie sind die Verkörperung dieser Träume und Ruffys Frucht ist die Verkörperung von dem Fundament des Träumens selbst. Man könnte sagen, dem Wunsch danach, dass letztlich alle die Freiheit besitzen zu träumen. Eine extrem interessante Sache daran ist eben auch, dass Vegapunk die Vegaforce 1 als Roboter der Träume bezeichnet. Das ist deshalb so interessant, weil die Vegaforce 1 dem antiken Roboter nachempfunden wurde.
dem wortwörtlichen Roboter der Träume, insofern diese Theorie wahr ist, wonach es nun wirklich aussieht. Dieser Herzschlag von Ruffy könnte beim antiken Roboter also irgendeinen Prozess ausgelöst haben, der dafür gesorgt hat, dass er wieder damit begonnen hat, aus Träumen Energie zu sammeln. Vielleicht ist das auch der Grund, dass er beim Kampf gegen Luki noch nicht erweckt ist. Er hat dort bereits begonnen, Energie zu sammeln, aber jetzt erst durch das zweite Mal konnte er diesen Prozess vollenden. Vielleicht ist das der Grund, es ist auf jeden Fall schon ein Mysterium, warum er vorher nicht erweckt ist, aber hiermit haben wir zumindest mal eine Möglichkeit, warum es so ist. Und ein anderes, eigentlich noch viel spannenderes Mysterium ist das folgende. Warum ist der antike Roboter vor 200 Jahren erweckt? Bei einer Sache können wir uns recht sicher sein. Ruffys Herzschlag ist nicht die primäre Energiequelle, sondern viel eher das, was den Prozess Energie zu gewinnen auslöst. Wenn sie es nämlich wäre, dann wäre es vieles, aber sicherlich keine unendliche Energiequelle. Ansonsten müsste es ja stets jemanden geben, der in Gear 5 und in der Nähe ist, um was auch immer mit dieser Energie aufzuladen. Das ist es also nicht, denn wie gesagt, das wäre keine unendliche Energiequelle. Wenn es Träume sind, dann sieht es aber ganz anders aus und es passt dennoch, weil sie eben sehr stark mit dem zusammenhängen, was Gear 5 darstellt. Auch die Träume sind nämlich an eine Bedingung gebunden, daran, dass es Freiheit gibt. Die Dimension ist eine viel größere, als wenn der Herzschlag von jemandem in Gear 5 die Energiequelle darstellt. Heißt also, dass es durchaus sein könnte, dass der antike Roboter irgendwie durch die Träume von irgendjemandem oder auch von mehreren Personen aktiviert wurde, vielleicht von den Fischmenschen, die zum ersten Mal die Reverie besuchten. Es muss demnach ja nicht zwingend so sein, dass der Herzschlag von jemandem in Gear 5 der Auslöser sein muss, auch wenn es durchaus so sein könnte. Das würde dann aber heißen, dass irgendjemand mit Gear 5 damals hätte da sein müssen, wodurch dieser Prozess aktiviert wurde. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, darauf gehe ich gleich auch noch ein, aber irgendwie sowas müsste es ja sein. Das würde dann aber bedeuten, dass es vor 200 Jahren jemand gab, der die Frucht erweckt hat. Das müsste jemand gewesen sein, der den fünf Weisen nicht bekannt war. Immerhin meinten sie ja, dass seit 800 Jahren niemand mehr die Frucht erweckt hat. Wobei es eine Ausnahme davon geben könnte, und zwar Joy Boy. Eventuell hat Toki ihn mit in die Zukunft genommen, genauso wie den Roboter, was obendrein erklären könnte, warum der Roboter bis dahin überstanden hat. Vielleicht war Joy Boy kurz davor getötet zu werden und Toki hat daraufhin versucht ihn zu retten und ihn mitsamt des Roboters versehentlich 600 Jahre in die Zukunft geschickt. Jetzt wissen wir ja, dass der Joy Boy vor 800 Jahren nicht überlebt hat, aber an sich könnte es schon so sein, dass er erst dann gestorben ist. Entweder an seinen Wunden oder am Alter, falls es so war, wahrscheinlich ersteres. Das würde auf jeden Fall erklären, woher der Roboter kam, warum er noch Energie hatte und warum die Frucht von Ruffy damals nicht von der Weltregierung konfisziert wurde. Die andere Möglichkeit wäre dann natürlich die, dass Toki den Roboter, der noch aufgeladen war, mit in die Zukunft genommen hat. Dadurch, dass er noch aufgeladen war, hatte er dann auch noch Energie, um nach Mary Joa zu steigen. Ich finde den Gedankengang, dass Joy Boy in die Zukunft geschickt wurde und dann vor 200 Jahren gestorben ist, trotzdem sehr interessant, weil es heißen könnte, dass Joy Boy irgendeine Nachricht in oder auf dem Roboter hinterlassen hat. Aber was haltet ihr von all diesen Dingen? Lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Hier geht es jetzt noch zu meiner Kuma-Theorie oder aber zu meiner großen Teufelsfrucht-Theorie. Beide kann ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Ciao und bis zum nächsten Mal.